So, jetzt habe ich gerade die runde Stoneware schon vorgestellt und ich werde jetzt da einen Kuchen drin machen, und zwar einen Kuchen, den ich früher immer auf dem Blech gemacht habe. Ich habe ihn da schon ganz lange Zeit nicht mehr gemacht, aber ich habe das Rezept vor ein paar Tagen wiedergefunden und habe mir gedacht, okay, den probiere ich jetzt einfach mal in der runden Stoneware aus, und zwar ist es der Spiegeleierkuchen. Das ist eigentlich so ein Relikt aus den 80er, 90er Jahren. Ich fand den immer super, wie gesagt, Rezept vor ein paar Tagen wiedergefunden. Und das Erste, was ich dafür mache, ist ein Vanillepudding, der noch erkalten muss. Und ja, deswegen starten wir direkt hier. Und zwar nehme ich einfach erstmal eine kleine Menge Milch, und zwar 50 Gramm. Und gebe mein Vanillepäckchen dazu. Und 40 Gramm Zucker. So, das vermische ich mir innerhalb von 10 Sekunden auf Stufe 4 und werde es jetzt erstmal dann umfüllen. Fülle das also in eine Schüssel um, das machen wir gleich wieder. Und jetzt werde ich erstmal Milch erhitzen. Und zwar, wir nehmen weniger als auf der Puddingpackung angegeben. Wir nehmen jetzt noch 350 Milliliter, sodass wir nachher insgesamt 400 Liter, Milliliter Milch drin haben oder Gramm. Ich habe ja gerade schon 50 abgenommen. Die erhitze ich jetzt innerhalb von 4 Minuten auf 95 Grad Stufe 2. So, jetzt gebe ich hier meine vermischtes Vanillepuddingpulver mit Milch und Zucker mit dazu und heize das Ganze nochmal auf für eine Minute 95 Grad Stufe 2. So, jetzt fülle ich mir den Pudding um und decke ihn anschließend mit einer Klarsichtfolie ab, die ich direkt auf den Pudding auflege, sozusagen, und lasse das Ganze abkühlen. Je nach Umgebungstemperatur dauert es so 1,5 bis 2 Stunden, wenn man es außerhalb des Kühlschranks abkühlen lässt. Und hier geht es dann gleich weiter mit dem Boden schon mal für unseren Kuchen. Dann sehen wir uns wieder. So, während mein Vanillepudding jetzt gerade abkühlt, kann ich auch schon mal den Boden für meinen Kuchen machen. Und zwar brauchen wir da Eierzucker, Mehl und Butter dazu. Und jetzt rühre ich erstmal schaumig 2 Eier, 100 Gramm Butter. Die sollte auch schön warm sein. Man kann auch Margarine nehmen, wenn man das möchte. Und 100 Gramm Zucker. Gebe ich jetzt für 20 Sekunden auf Stufe 4. So, jetzt kommt noch dazu das Mehl und das Backpulver. Und zwar 100 Gramm Mehl und 1 Teelöffel Backpulver. Das verrühre ich mir jetzt für 15 Sekunden auf Stufe 4 dazu, und dann werde ich meine runde Stoneware gut fetten mit Kokosöl und gebe dann den Teig hinein. Übrigens, der Backofen heizt schon vor auf 210 Grad, Ober- und Unterhitze. Das wird jetzt eher ein flacher Teig sozusagen. Wem der zu flach ist, man sieht es ja dann später auch, wenn ich ihn anschneide, der kann natürlich einfach die doppelte Menge machen und hat dann recht dicken Boden. Ich probiere es jetzt aber einfach erstmal so. So, mein Teig wandert jetzt bei 210 Grad in den Ofen für ca. 25 Minuten. Immer einfach mal gucken, wie braun er gerade ist. Wenn ich eben den Teig dicker mache, braucht er sicherlich ein paar Minuten länger als so, wie er so dünn ist. Ich werde nach 20 Minuten auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben. So, mein Boden ist fertig. Hat jetzt so ungefähr 25 Minuten gedauert. Und ich werde jetzt zuerst mal meine Masse fertig machen. Und zwar brauche ich dafür meinen fertigen abgekühlten Vanillepudding und Schmand, 300 Gramm Schmand. Und ich gebe jetzt den Schmand schon mal in den Mixtopf.
stelle jetzt einfach Stufe 3 ein und werde löffelweise dann den Pudding hinzufügen. So, jetzt habe ich eine schöne homogene Masse und die streiche ich mir jetzt eben auf meinen Boden drauf und lege dann, damit dieses typische das typische Bild oder Erscheinungsbild eines Spiegeleis entsteht, nehme ich dann eben noch so Pfirsichhälften und lege die oben drauf und gebe das Ganze dann nochmal in den Ofen bei 210 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 Minuten. Den Saft von den Pfirsichen, den habe ich mir aufgefangen, denn den brauchen wir gleich noch für den Tortenguss, der zum Schluss oben drüber kommt. Da koche ich mir meinen Tortenguss mit auf. Euch kaum verteilen. Es hat sich alles schon so wunderbar verteilt von alleine und gebe dann meine Pfirsiche oben drauf. So, das ist jetzt. Und gebe das Ganze, wie gesagt, jetzt noch in den Ofen, 210 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 Minuten. So, mein Kuchen ist fertig und sieht jetzt so aus. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Tortenguss, den ich eben anrühre. Und zwar habe ich ja gesagt, das Pfirsichwasser sozusagen, so das Wasser behalten wir uns. Und ich gebe jetzt einfach ein Päckchen Tortenguss in den Mixtopf. Und normalerweise würde ich da dann Wasser und etwas Zucker zugeben. Und ich nehme jetzt aber einfach den gesüßten Fruchtsaft, 250 Milliliter oder Gramm. Na, so. Das verrühre ich jetzt einmal kurz für 5 Sekunden auf Stufe 3 und dann erhitze ich die Masse für 2 Minuten 100 Grad Stufe 2. So, mein Tortenguss ist fertig und den gebe ich mir jetzt einfach mit einem Löffel löffelweise auf den Kuchen. Ich habe übrigens eben vergessen zu sagen, ich habe die beiden Pfirsiche, die noch eben übrig waren, die habe ich noch mit untergebracht auf dem Kuchen. Denn ja, es war noch letztendlich Platz da und sieht ja auch ganz nett aus. Ne? So, also, Tortenguss was verteile ich und dann lasse ich natürlich die Torte erstmal oder den Kuchen ganz auskühlen für ein paar Stunden und zeige dann natürlich im Anschluss auch nochmal, wie er angeschnitten aussieht und dass sie mir dann natürlich auch schmecken. So, ich habe jetzt alles gut bedeckt, also den Rest lasse ich drin, es ist noch so ein Resttortenguss da, aber meiner Ansicht nach ist das hier in Ordnung, reicht das hier und ja, wie gesagt, ich zeige dann gleich nochmal, wie er angeschnitten aussieht. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, schauen Sie einfach auf meiner Seite kinderleichtkochen.com mal vorbei oder auf meinen Facebook-Seiten. Ich finde die neue Form super toll. Es wird natürlich nach und nach viele Rezepte auch damit geben, die Sie auf meiner Homepage finden. Herzliche Grüße, Ihre Sandra Backwinkel.